In der Kürze liegt die Würze und in Maggis Brühwürfeln auch. Der kleine Brocken hier sorgt für 10 Liter Suppe. Der Riesengeschmack in dem winzigen Würfel kommt unter anderem durch Glutamat, das völlig zu Unrecht verteufelt wird. Sebastian deckt auf, warum Glutamat sogar hilfreich sein kann. Gekörnte Brühe zum Würzen und Verfeinern. Zack. Und schon bin ich ein richtig würziger Typ. Gartengemüsebouillon. Ich will mal den Garten bei Maggi sehen, wo die das Gemüse anbauen. Der Brühwürfel ist die Geschmacksbombe im Sortiment. Seit mehr als 120 Jahren verspricht Maggi fantastisches Aroma im Handumdrehen. Haben Sie sich schon mal gefragt, wie man so viel Geschmack in so einen kleinen Würfel bekommt? Das zeige ich Ihnen jetzt. Ein kleiner Würfel reicht für einen halben Liter Suppe. Was steckt da drin? Sebastian Lege geht der Sache auf den Grund. Erste Zutat Salz und dann Mononatriumglutamat. Der Brühwürfel von Maggi besteht vor allem aus Salz. Mononatriumglutamat ist ein Geschmacksverstärker. Einige Kräuter und Gewürze sind auch enthalten. Das war schon 1886 so. Damals erfindet ein gewisser Julius Maggi die berühmte Flüssigwürze. Angeblich einzigartig. Ausgangsprodukt sind anfangs Sojabohnen und Weizen. Die werden damals durch Lauge chemisch so verändert, dass Glutamat entsteht. Maggi hat einen Geschmacksverstärker entdeckt. Die Basis für einen Weltkonzern. 1900 kommt Julius Maggi dann auf die Idee, den herzhaft würzigen Geschmack trocken gepresst zu verkaufen. Der Brühwürfel wird zum Welterfolg. Heute wird das Glutamat für Maggi-Produkte von speziellen Bakterien produziert. Unter idealen Bedingungen vermehren sie sich und produzieren reines Glutamat. Sebastian Lege setzt die optimierte Nährlösung an. Ich sag mal so, Musik läuft. In der Disco brennt schon Licht. Aber irgendeiner muss auf der Tanzfläche eine Runde tanzen. Ansonsten haben wir keine Stimmung. Und das ist das Bakterium. Das ist ein Bakterium, was dafür sorgt, dass alles fermentiert. Wir machen so ein bisschen muschelig warm, ne? So richtig schöne 40 Grad. Und dann können die sich vermehren und vermehren und vermehren. Umrühren, stehen lassen. Mehr braucht man da gar nicht mitmachen. Nach 48 Stunden haben die Bakterien die Nährlösung aus Malz, Sirup und Wasser umgewandelt. Disco ist geschlossen, die Bakterien haben genug getanzt. Jetzt steckt in dieser Masse schon richtig viel Glutamat. Aber hier sind noch so viele andere Sachen drin, ne? Die wollen wir gar nicht haben. Sebastian Lege setzt der braunen Brühe Kaliumcarbonat zu. In der Industrie ein beliebtes Klärmittel. Es entfernt störende Trübstoffe aus Flüssigkeiten. Die setzen sich dann unten im Topf ab. Oh ja, hier sieht man schon, ne? Da setzt sich schon so eine gewisse Schlacke unten ab. Man merkt, wie das bindet. Ja, perfekt. Jetzt muss der Produktentwickler die gebundenen Stoffe nur noch aus seinem Glutamatbrei herausfiltern. Ja, meine Damen und Herren, nennen Sie mich Lege Geiber. Mit einem Filter Marke Eigenbau will der Produktentwickler den Reinheitsgrad erhöhen. Es soll eine klare Flüssigkeit werden, weil Glutamat will man ja überall einsetzen können und es soll ja nicht färben. Reines Glutamat ist schneeweiß. Dafür wird es in der Industrie mehrfach gefiltert und gereinigt. Das ist Filtrationsstufe Nummer 1. Zwar nicht so perfekt wie das Original, aber es reicht. Dem Filtrat entzieht Sebastian Lege jetzt das Wasser. Dafür setzt er einen Kochtopf ein, der mit Unterdruck arbeitet. Läuft. Läuft. Im Unterdruck kochen. Das spart Zeit und Energie. Wenig Inhaltsstoffe gehen verloren, nur das Wasser verdampft. Und? Boah! Wow, das nenne ich mal Konzentration. Der größte Teil an Wasser ist jetzt raus, aber noch nicht alles. Es soll ja rieselfähig sein.
Weil nur trockene Produkte lassen sich weltweit wunderbar verschiffen und sind super handelbar, weil sie gammeln nicht und. Aus Sirup ein Pulver machen. Sebastian Lege schafft das mit einem einfachen Dörrautomaten. Und? Wuhu! Der kleine Brocken hier sorgt für 10 Liter Suppe. Das hat richtig Bums. Das macht einmal richtig Tango auf der Zunge. Sebastian Lege hat Maggis berühmten Geschmacksverstärker selber hergestellt. Für 3 Kilo Brühwürfel braucht er fast 1 Kilo Glutamat. Zweite Zutat, Salz. Und noch mehr Salz. Ach, ist das schön. Ich sag mal, ich mache jetzt hier 3 Kilo Brühwürfel. Das ist eine Badewanne voll flüssiger Brühe. Zu rund 1,5 Kilo Salz kommen Gemüsearoma. Ein Schuss Sellerieöl, etwas Karamellzucker für die Farbe. Und für lange Haltbarkeit eine künstlich hergestellte Säure. Zitronensäure, damit das Teil auch nicht gammelt. Das Schöne ist ja, er liegt ja ungekühlt im Regal. Das heißt unendlich haltbar. Und jetzt braucht die Brühe auch noch so ihre Geschmeidigkeit. Das soll ja aussehen wie richtige Brühe, wo die Augen nach oben aufsteigen. Das Fett kommt aber hier von der Palme und nicht vom Huhn. Palmfett bleibt bei Raumtemperatur fest. Eine Bohrmaschine treibt die selbstgebaute Maggi-Mischmaschine an. Ja, so geht Brühwürfel! Wichtig ist, dass sich das Palmfett gut verteilt. Es hält beim Pressen alle Pulverzutaten zusammen. Überall muss der gleiche Anteil an Masse drin sein. Presse geht runter. Reicht doch nicht zum Verpressen. Warte, ich nehme Gewicht. Ja, hallo? So. Die Würfelpresse funktioniert unter hohem Druck am besten. Okay. Das Ergebnis sind Aromawürfel nach Legeart. Ich würde mal sagen, sehr gut verpresst. Mit heißem Wasser wird aus dem Würfel im Handumdrehen eine herzhafte Brühe. Kinder, Essen ist fertig. So ein kleiner Würfel macht einen halben Liter Brühe. Und das Ganze nur wegen der Zauberzutat Glutamat. Die schmeckt aber komisch, ne? Glutamat steckt in praktisch allen Produkten von Maggi oder Knorr. Dabei ist der Geschmacksverstärker in letzter Zeit in Verruf geraten. Es heißt oft, Glutamat sei gesundheitsschädlich. Was ist dran? Besserwisser Florian Reeser klärt auf. Heute im Angebot Hefeextrakte und Glutamat von Maggi und Knorr. Glutamat finden ja viele bäh. Und krank machen soll es auch. Parkinson, Alzheimer, Krebs, da hört man wirklich üble Sachen. Die Wahrheit ist, unser Körper besteht aus dem Zeug. Rund 2 Kilo stecken in jedem von uns. Glutamat ist eine von 20 Aminosäuren, die in allen Lebensmitteln stecken. Auch in uns Menschen. In Bienen und Blumen, Weizen, Soja, Rindern, Tomaten, Pilzen. Alles enthält Glutamat. Etwa 20 Gramm nehmen wir mit unserer Nahrung täglich auf. 50 Gramm stellt unser Körper jeden Tag selbst her. Als Baumaterial für Eiweiße und als Botenstoffe im Gehirn. Trotzdem glauben viele, dass Glutamat krank macht. Richtig ist, Glutamat steht tatsächlich im Verdacht, Krankheiten wie Alzheimer, Krebs oder Parkinson zu verursachen. Aber es geht hier nicht um das Glutamat, das wir mit der Nahrung aufnehmen, sondern um das vom Körper selbst hergestellte. Das Glutamat aus der Nahrung kann die Blut-Hirn-Schranke nicht passieren, die unser Gehirn vor schädlichen Stoffen schützt. Deshalb kann es das Gehirn auch nicht schädigen.
Es ist also so. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass zu viel körpereigenes Glutamat in unserem Hirn Schaden anrichten kann. Das hat Glutamat im Essen in Verruf gebracht. Dabei sind Maggi, Knorr und all die anderen nicht für Alzheimer oder Parkinson verantwortlich. Denn ihr Glutamat wirkt auf der Zunge als Geschmacksverstärker und wird zum größten Teil von unseren Darmbakterien verbraucht. Das wahre Problem ist, die Brühwürfel von Maggi und Knorr machen Essen geschmackvoll und sehr salzig. Etwa zur Hälfte bestehen die Produkte aus reinem Salz. Das ist ein grundsätzliches Problem, wenn man prozessierte Lebensmittel hat. Da gehört der Maggi-Würfel dazu, dass die tendenziell zu viel Salz enthalten. Und von dem wissen wir, dass es schädlich ist für uns, weil es zu hohen Blutdruck macht, Schlaganfälle macht, Herzinfarkt macht. In den Industrienationen haben sich die Gesundheitssysteme laut WHO auf die salzreiche Ernährung eingestellt. Die orange markierten Staaten sind dagegen mit dem Salzproblem überfordert. Beispiel Kenia. Dort werden westliche Industrieprodukte wie der Brühwürfel immer beliebter. Maggi wirbt in Kenia offensiv für seine Brühwürfel mit Hühnchengeschmack. Maggi verspricht den Partygeschmack im Würfel. Der Slogan: Maggi macht jede Frau zum Star. In Nairobi, der Hauptstadt Kenias, geht es wirtschaftlich bergauf. Die Mittelschicht wächst. Für die Marken der westlichen Industrienationen ein interessanter Markt. Eines der populärsten Produkte überhaupt ist seit einigen Jahren der Brühwürfel. Auf dem Markt oder in kleinen Nachbarschaftsläden, überall werden sie in kleinsten Portionen angeboten. Sie gelten als praktisch, modern und schick. Ich mag den Geschmack, den Brühwürfel meinem Essen geben. Und dass sie so handlich sind. Ich mag den Geschmack und dass so viele Gewürze in einem Würfel drin sind. Damit kann man gut kochen. Ich benutze ihn täglich zum Kochen. Über 150 Millionen Brühwürfel verkauft Maggi in Afrika pro Tag. Dabei sind die im Gegensatz zu Deutschland alles andere als billig. Einkommensbereinigt kostet so ein Maggi-Würfel über 20 Cent. In Deutschland sind es um die 8 Cent. Die Würfel verkaufen sich trotzdem bestens. In diesem Bistro in Kenia gibt es typisch afrikanisches Streetfood. Chef Ambrose setzt auf Brühwürfel. Für ihn ist es das Erfolgsrezept. Ich verwende die Brühwürfel in vielen meiner Gerichte. Ich verwende sie in Curries oder wenn ich Rindfleisch zubereite, zum Beispiel T-Bone, dann verwende ich die Würfel in der Marinade. Oder auch bei Chicken Wings, eigentlich immer, wenn es schmecken soll. Mit dem Brühwürfel importiert Kenia die Gesundheitsprobleme der Industrienationen. Inzwischen liegt der Salzkonsum vieler afrikanischer Länder mehr als doppelt so hoch wie von der WHO empfohlen. Ein Produkt wie der Brühwürfel aus 50% Salz ist Teil des Problems. Maggi tut sich schwer, den Salzgehalt seiner Würfel zu reduzieren. In Kenia und auf der ganzen Welt. Dabei liegt laut Weltgesundheitsorganisation die Lösung auf der Hand. Firmen sollten mehr Glutamat und weniger Salz verwenden. Und wenn Sie das benutzen zum Würzen, ist es besser, als wenn Sie den Brühwürfel benutzen. Und deshalb überlegen sich Regierungen, also ganz konkret zum Beispiel in England oder in Japan, wie man durch den vermehrten Einsatz von Glutamat den Kochsalzkonsum in der Bevölkerung insgesamt reduzieren kann. So ließe sich der Maggi-Geschmack ohne gesundheitliche Nebenwirkungen erhalten. Glutamat ist nicht das Problem, sondern überraschenderweise die Lösung.